Die Witzluft wird dünn. Wir müssen den ersten Gast reinholen. Der Gast, der jetzt kommt, da erübrigt sich in Wahrheit die Vorstellungsmatz total, weil total, er hat einen 130-prozentigen Bekanntheitsgrad in Österreich. Absolut, ja. Das ist ein Mensch, den kennen wir normalerweise nur vom Fernsehen. Liebe Kinder, Überraschung. Unter der Mütze des heiligen Nikolaus verbirgt sich verblüffenderweise niemand anderer als der leibhaftige Nikolaus. Und zwar nicht nur im Winter, wo alle blöd die Pisten runterfahren, sondern auch im Sommer, wo alle blöd im Kreis herumfahren. Irgendwann wollte unser Nationalheiliger Nikolaus Nationale aber nicht mehr blöd im Kreis fahren und deshalb ging er vor Wut in die Luft. In der Luft fliegen jetzt die Flugzeuge blöd hin und her. Aber zum Glück sitzt Nikolaus Lauda ja nicht mehr ständig allein im Cockpit und muss daher auch nicht schneller am Ziel sein als der Zweitplatzierte, der jetzt in der Regel kein Formel-1-Pilot, sondern nur sein Co-Pilot ist. Piloten ist nichts verboten und Nikolaus Nationale schon gar nicht. Zum Beispiel eine Promi-Freundschaft mit dem Eventveranstalter Hannes Jagerhofer oder die ungebetene Aufnahme in die Grazer Künstlerloge Lord Jim, die sich unter dem menschenfreundlichen Motto »Keiner hilft keinem« besondere Verdienste um die Verbreitung männerbündlerischer Egozentrik erworben hat. Niki Lauda ist derzeit Fluglinienbetreiber und Formel-1-TV-Kommentator. Er besitzt 4 Nieren, 3 Formel-1-Weltmeistertitel, 2 eheliche Söhne und einen Ruf als Geizhals. Meine Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Der großartige Niki Lauda! Ja, Applaus! Ein Glas Wasser. Lieber Wahnsinn. Sehr viel Applaus. So viel Applaus gab es zuletzt bei Hans Krankl. Gut. Lieber Herr Lauda, Sie sind bei jedem Grand Prix immer noch. Waren Sie auch schon mal beim Grand Prix der Volksmusik? Nein. Das hat er sich vorher überlegt, glaube ich, diese Frage. So ja. Wirkt das jetzt gerade. Ja, wir haben es auch geprobt, auch die Antwort. Die zweite Frage, die ich mir einstudiert habe, waren Sie schon mal bei einer Party von Max Mosley? Weil, naja, der mag es ja ganz gern, wenn Deutsch gesprochen wird auf seinen Partys. Na, ich muss ja jetzt aufpassen, was ich sag. Also wenn ich der Mosley bin, war ich nicht dort. Aber oh, fast. Herr Lauda, Sie waren oder sind ja auch kein Kind von Traurigkeit. Sie sind gerne auf Partys, ein großer Frauenfreund. Ja. Hat sich das im gehobenen Alter etwas geändert bei Ihnen? Oder sind Sie... Das? Ja. Mosley? Das. Da reden wir jetzt von Mosley, Alter und ich? Ich rede jetzt wirklich nur von Lauda als Partylöwe. Ist das noch so? Nein, weil ich war nie im Partylevel. Ja, aber Sie sind schon sehr oft zu sehen bei Society-Veranstaltungen, aber man hat immer das Gefühl, Sie wollen eigentlich gar nicht dort sein. Sie haben recht. Aber wieso sind Sie dann dort? Weil es so ist, dass zum Beispiel der Liveball ist ja für was Gutes da. Ja. Braucht man nicht reden, warum. Ist ein Schwulenball, wo wir versuchen, AIDS zu verhindern. Ja. Und das war die Motivation, warum ich hingegangen bin. Nicht wegen dem ersten Teil, sondern wegen AIDS zu verhindern. Und wenn ich dann dorthin komme, gebeten... Der Eindruck entsteht trotzdem, dass Sie ein sehr trockener Typ sind, ein sehr pragmatischer, vernünftiger Mensch. Meine Frage jetzt, gibt es Situationen, wo Niki Lauda auch tatsächlich ekstatisch, euphorisch wird? Wahrscheinlich sind das keine Dinge, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Oder gibt es Dinge, wo Sie wirklich jubeln und wahnsinnig werden? Wahnsinnig nicht, aber Emotionen gibt es natürlich. Schwere. Aber was sind das für Dinge? Welche Hobbys zum Beispiel, Leidenschaften? Ich habe jetzt im ORF so einen wirklich blöden Film gesehen, so einen uralten, wo so alte Bauern sich treffen und Bauer sucht Frau? Ne, so ähnlich.
Also nicht die Sendung, ja, aber ein Film aus der Vergangenheit. Aha, okay. Und da schießen mir dann vollkommen sinnlos die Tränen in die Augen und ich verstehe überhaupt nicht, warum. Sie weinen bei landwirtschaftlichen Filmen? Ja. Ja. Wirklich. Aber ungewöhnlich, oder? Ja. Ich bin selber überrascht. Ja, nein, ich verstehe das total, ja. Vielleicht schlummert in Ihnen die Sehnsucht nach, dass Sie, vielleicht wollen Sie eigentlich Landwirt sein. Ja, das glaube ich eher nicht. Weil wenn ich in der Früh zum Beispiel irgendwo hinfahre und ich höre ein gutes Lied, was mir gerade in dem Moment in die Stimmung kommt, die mir halt gerade anfällt, dann könnte es auch so vorkommen. Was wäre das für eine Stimmung und was wäre das dazugehörige Lied? Ich denke gerade nach. Das fällt mir jetzt nicht so auf die Schnelle ein. Weil es gar keines gibt, Herr Launer. Oh ja. Vietnam zum Beispiel. Vietnam, Vietnam. Ah, also eher so I die alten... I got a phone call from Vietnam and your son is dead. Was ist denn das für ein Lied? Vietnam, ja. Vietnam. Ja. Was erlöst denn das für Cliff Emotionen Richard, aus in Ihnen? Nein, das war nicht Cliff Richard. Ich weiß nicht, was war, aber Cliff Richard war es. Aber so ähnlich. Ja, so ähnlich. Ja. Löst das in dir auch was aus? Ja, zum Beispiel. Ja. Okay, wenn ich das Lied höre und ich bin traurig, dann reißt es mich her. Also das heißt, Sie weinen oft? Sie weinen, weinen ja, Sie so? Je nachdem, wie oft halt der Bauer spielt und das Lied. Ja. Vielen Leuten passiert es, dass sie auf der Straße erkannt werden, Halbprominenten, wie mir zum Beispiel. Ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie nicht erkannt worden sind? Natürlich. Ja, alles klar. André. Nein, aber ich glaube jetzt, entschuldige mal, ich glaube ja, dass Ihr Bekanntheitsgrad, weil es ja auch viele Buddhisten und Moslems und sowas gibt auf der Welt, wahrscheinlich höher ist als der von Jesus. Weltweit betrachtet. Ich glaube, mehr Leute werden sagen, wenn sie ein Foto von Ihnen sehen, das ist Niki Lauda. Und wenn sie Jesus sehen, sagen sie, wo ist die Kappe zum Beispiel. Wer soll das sein? Sagt mir nichts. Ne? Ist das so, dass Sie einen weltweiten Bekanntheitsgrad haben? Ja, oder? Hat er, klar hat er das. Ja, ja, das ist schon so. Aber zum Beispiel Amerika ist ja angenehm. Ja? Also wenn man nach Amerika geht und... Weil da alle Kappen haben, ne? Ja, erst haben alle die Kappen auf und man checkt im Hotel ein, dann sagt er, ist Niki or Lauda your surname? Und dann sage ich, ja. Das klingt gut, ja. Ja, den Favoriten, ganz normaler Krocher. Ja. Es ist einfach zu erklären, wo die Formel 1 bekannt ist, ist es so, und wo sie nicht bekannt ist, ist natürlich nichts. Sie sind mit dem legendären Satz abgetreten als Formel-1-Rennfahrer, es war Ihnen zu langweilig, im Kreis herumzufahren. Ist es nicht auch irgendwann langweilig zu fliegen? Im Moment nicht, und ausgelöst hat das ja der Herr Brüller. Weil wie ich da aufgehört habe zu fahren im Montreal, ist er natürlich sofort nachgefahren, schwer enttäuscht, dass er jetzt nichts mehr schreiben kann, so sinngemäß. Also er hat seinen Selbsterhaltungstrieb hat er jetzt dort gefordert. Hat ganz laut Vietnam, Vietnam gehört. Ja, wahrscheinlich. Und hat gesagt, was ist los? Ja. Ich sage, Heinz, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich möchte was anderes machen, ich sehe aus, ich will einfach nicht. Ja, das verstehe ich alles nicht. Ja, und erklär mir es jetzt, ich bin fertig. Also das ist eine ewige Leier vom Heinz. Ja. Und dann sage ich am Schluss schon wirklich genervt, ich habe genug im Kreis zu fahren. Verstehst du das nicht? Und das hat er dann geschrieben. Aber seit 12 Jahren schauen Sie jetzt Leuten zu, wie sie im Kreis fahren. Ja. Ist das nicht noch ein Schritt runter? Ja, vollkommen recht. Vollkommen recht. Deswegen gefällt mir so ein Rennen wie das letzte in Monte Carlo, wo ich dann wirklich über die Burschen herfallen kann. Sind Sie sauer, dass Sie nicht einen Doppelnamen haben, weil dann hätten Sie rein theoretisch 3 Airlines haben können? Naja, ich habe schon, habe ich mir schon überlegt. Wisst ihr meinen ganzen Namen eigentlich? Ich kann es nachschauen. Andreas Nikolaus Lauder. Genau, wieso ist dann Niki draus geworden, wenn Sie Andreas eigentlich heißen? Weil meine Eltern zu mir Niki gesagt haben. Warum? Das weiß ich nicht. Dann bin ich in die Schule gegangen, in die Volksschule, werde ich nie vergessen. Und der Lehrer hat gesagt, wie heißt du? Sag ich, Niki Lauder. Schreibt er ins Klassenbuch ein, Niki Lauder. Und 3 Tage später kommt er zu mir und sagt, ich muss ein neues Klassenbuch kaufen, weil ich habe gelogen.
Aber waren Sie eigentlich ein guter... Lange Rede, kurzer Sinn, ich könnte noch eine Airline Andreas nennen. Ja, eben. Oder Andi. Andi, aber ja. Andi klingt so unseriös, oder? Andi eher. Andi eher? Ja, ich muss mir eigentlich überlegen. Andi, weil wenn ich die nächste Airline an die Auer verkaufe, dann haben sie endlich Niki Lauda und dann habe ich wieder ein Problem. Finden Sie das eigentlich komisch oder ist das nicht ein komisches Gefühl, wenn man in Schwechat in irgendeinem Flugzeug sitzt und überall Lauda-Maschinen und Niki-Maschinen sieht? Ist das nicht eigenartig? Ich glaube, es ist einzigartig auf der Welt. Also ich habe kein Land gefunden, wo es so einen Schwachsinn gibt. Wir haben einen kleinen Zusammenschnitt gemacht von vielen, vielen Interviews über viele, viele Jahre, die Sie gegeben haben. Und daraus hat unser Redakteur, unser Chefautor Fred Schreiber ein lustiges, kleines Fiktiv-Interview Melange gemacht. Hier ist Niki Lauda in Schnitt. Ich muss also ehrlich sagen, es ist eben sehr schwierig, Vorbild zu sein. Ich kann nicht mehr und will nicht mehr. Aber wenn es noch so schön wäre, das bringt ja gar nichts. Vorbild zu sein. Ich kann nicht mehr und will nicht mehr. Aber Vorteile hat es natürlich auf der anderen Seite auch. Ein gutes Vorbild zu sein. Wenn zum Beispiel beim Würstelstand viele Leute stehen, kann ich die Schlange sicher umgehen. Ja, du musst schneller sein, das ist der springende Punkt. Dann kriegt man eine Würstel sofort. Ich meine, so einfach ist es nicht. Die Popularität drängt einen in eine Rolle, ein schlechtes Vorbild zu sein. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist mir egal. Das ist mir eigentlich wurscht. Weil, was mache ich jetzt am Sonntag von 4 bis 6? Bin ich so hingefahren, relativ lustlos. Konnte auch ein paar überholen. Zu Fuß gehen wollte ich anscheinend nicht. Dann bin ich halt so bin ich dann losgefahren. Und hatte dann versucht, mich von hinten nach vorzuarbeiten. Beim Würstelstand. Ich dachte, bist du deppert oder was ist da jetzt los? Was machst du da eigentlich? Was tut man da eigentlich? Das heißt, wozu fahre ich jetzt da mit meinen 25 Kollegen im Kreis? Das bringt ja gar nichts. Ein schlechtes Vorbild zu sein. Ich kann nicht mehr und will nicht mehr. Niki Lauda. Niki Lauda. Herr Lauda. Es gibt... Es gibt ein nicht aus der Welt zu schaffendes Klischee bzw. Vorurteil, das besagt, Niki Lauda ist geizig. Ist da was dran? Nein, das stimmt deswegen nicht, weil ich erst nicht geizig bin. Ich schaue nur auf mein Geld. Das ist aber ganz logisch. Ich hoffe, dass ihr das auch macht und gebe im richtigen Moment genau das aus, was es kostet. Aber ich lasse mich nicht ausnützen. So, also wenn jemand mich jetzt quält, dass er mit mir Abendessen gehen will, na, der ist ja nicht keine Qual schon. Moment, ich, oder? Und ich muss gehen, weil ich eine Verantwortung habe, keine Ahnung, Sponsor oder was weiß ich. Gary Kessler oder was. Ja, und ich muss den ganzen Abend Fragen beantworten und ich werde immer nur gefordert. Ich vom anderen kriege gar nichts und ich muss immer was geben. Mhm. Dann muss er die Rechnung zahlen. Ja. Und daraus entstand dann dieses Geschichtel, dass ich nie mein Essen zahlen will. Wenn ich allein wohin gehe, zahle ich natürlich mein Essen, weil da zahlt keiner. Ja, das ist ja... Wie viele Kappen dieser Art haben Sie? Oder ist das die einzige? Das ist jetzt die einzige, dann schaue ich da drinnen, bis sie richtig schmutzig wird und hier auch, weil hier greife ich immer an. Ja? Ja. Und wenn es dann so ausschaut, dass ich mir denke, ui, jetzt muss ich doch was ändern, das dauert immer schon 6 Monate oder 4,5 bis 6 Monate, je nachdem, wie heiß es überall ist. Wahnsinnig geiziger Typ, oder? Nein, ganz im Gegenteil. Sparsam. Die neuen Kappen sind ja nicht gebogen. Das ist ja, eine neue Kappe ist ja was Unangenehmes. Die muss man einstellen, bis die passt. Also ich kenne mich bei Kappen sehr gut aus, weil ich trage sie mein Leben lang. Also die alten Kappen sind mir am liebsten, um es ehrlich zu sein. Weil da macht man einfach so und dann ist oben und die sitzt einfach. Dürfen wir, wenn wir Kappenfragen haben, Sie anrufen? Ja, sofort. Wir zahlen auch das Abendessen, falls es zu einem kommt. Ja, lieber Herr Lauda, Sie haben uns am Anfang gesagt, Sie würden ganz gerne früh gehen, weil Sie müde sind und morgen wieder wahnsinnig viel zu tun haben. Wo geht morgen die Reise hin? Nicht müde, weil ich zu viel zu tun habe. Ich bin heute um 4:30 aufgestanden, mit Niki nach Frankfurt und zurückgeflogen. Den ganzen Tag gearbeitet. Morgen muss ich das Gleiche machen, allerdings erst um 6 Uhr. Weil ich nach Berlin muss, zu meinem Partner in Berlin und dort wieder herumtun. Und deswegen denke ich... Wenn Sie fliegen mit Niki, bedienen Sie dann auch die Leute mit Tee, Kaffee oder... Nein, ich stehe in der Türe und grüße mal jeden. Manchen gibt man die Hand und manchen eben nicht, je nachdem, wie er will. Mhm. Und dann fliege ich ihn hin und her. Und dann sagen die meisten, ja, fliegen Sie heute selber. Daraufhin sage ich, ja, dann geht's schneller. Ja. Und servieren tue ich nicht. Ich kümmere mich darum, dass der Flieger dort sicher landet. Ich möchte mich herzlich bedanken für den Besuch. Und die Rechnung für das Glas Wasser zahlen Sie bitte draußen an der Bar. Meine Damen und Herren, hab nichts genommen. Niki Lauda. Niki Lauda. Vielen Dank. Hat uns sehr gefreut. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Niki Lauda. Niki Lauda. Tschüss. Danke. Papa. Ciao. Ah, du bist im Schrank. Was? Du bist im Schrank. Ja.